Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wanderlust Adventures. Diesmal richtig ausgesprochen, mit dabei wieder der liebe Armin. Hallo. Hallo, du hast geschafft, ich bin stolz auf dich. Und du hast die Schwierigkeit erhöht, hast du eben gerade gesagt. Wir spielen jetzt auf Hard, ne? Ich glaube Hard, es gibt normal Hard und irgendwas. Oh, ich habe übrigens noch, man kann, wenn man Shift gedrückt hält, kann man seine Skills auswählen. Ich habe ja mehrere, ich hatte ja nur Feuer und Eis bis jetzt. Jetzt habe ich mal Erde und Dunkelheit oder so genommen, was auch das andere ist. Und jetzt wollte ich erstmal eine Waffe herstellen. Und zwar diese hier, die 25 Schaden macht. Oh, die ist instant hergestellt. Ja. Aber wenn ich jetzt nochmal was ausgebe, dann... Was bringt mir das dann? Ich habe keine Ahnung, ich will es auch nicht rausfinden. Ich habe jetzt nur ein Bronze-Ding. Okay, ich habe jetzt eine bessere Waffe. Kannst du da noch einen Stein bauen, den du da reinmachen kannst? Den kann ich ja beim Juwelier, ne? Ja. Stein. Ne, hier kann ich... Ah da, Spirit. 20 Damage mehr, ne? Aber dafür habe ich nicht genug Geld. Oh, traurig. Weil wir haben herausgefunden... Das kann ich mal kurz zeigen. Inventar! Die Waffe brauche ich ja nicht mehr. Man kann einfach U drücken und verkauft das. Nee. Und wir haben die Blöde hier in der Stadt nach scheiß Händler gesucht und keinen gefunden, der uns was verkauft. Warte. Jo, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zum Outpost, war das, ne? Für die Quest. Ja. Weil jedes Mal, wenn man das Spiel beendet und neu öffnet, muss man die Quests und alles annehmen. Du hast deinen Hundi nicht mitgenommen. Oh. Stimmt. Du hast deinen Wolf draußen, oder? Ja, der ist doch jetzt auch höheres Level als mein anderes Ding. Und ich wollte auch noch mal das Ding hier leveln, das hier. Und hier kann man übrigens für alle Leute, hier kann man Skills zurücksetzen. Ich weiß nicht, ob man es immer machen kann, aber... Du hast den Bär geholt, oder? Ja sicher, deswegen hätte ich so Geld. Alter, ist ja fett, Alter. Ja, deswegen hattest du kein Geld, ich wusste es. Ich wusste es. Und da ist Geld drin. Das sieht mega cool aus mit diesen Spikes. Das ist auch voll lustig, dass sie so weit Licht machen. Ich wollte mal... Folge mir mal. Rebellen sein und ganz woanders langlaufen. Ach verdammt, ich wollte woanders. Ich wollte wissen, was bei dem A ist, bei der Arena. Das ist eine Arena? Hast du schon gegoggelt? Hier, aber steht Arena auf der Map drauf. Achso. Ja gut, ich nehme auf. Wir hätten ja auch mal die Nacht über schlafen können. Das wäre zu einfach. Hör mal Nacht spielen. Ja, wir haben uns verlaufen. Oh. Einfach so verlaufen. Die Arena ist hier nach unten. Vielleicht müssen wir ja auch jetzt erstmal links rum. Und einmal komplett sozusagen in der Runde, bis wir zur Arena kommen. Boah, das ist ja nervig. Ich schieße ganz sehr Geld frei und wir gehen durch das Portal. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hinterherkommen, wir das einfach so kriegen. Ich sehe auch kein Geld. Bam. Ich glaube, ich sollte meinen Bären auch mal füttern, weil der ja eigentlich noch gar nichts kann. Dann ja hier oben, hier lang. Ich glaube hier lang. Darf ich schon. Ja. Ja, ist ein bisschen blöd, dass das so ein bisschen Anführungsstrichen laggy ist. Ja. Aber es kann eigentlich vom Internet her nicht dran liegen. Oh, jetzt krieg ich wieder Geld. Vorne der Arena machen. Zum Kämpfen. Erstmal fett in die Arena rein. Oh, hallo Mom. Oh, Soul Charge brauchen wir. Ah. Ah, hier ist so ein Safe-Ding. Alter, zocken! Für 50 Tokens, go! Oh, 10 Tokens gewonnen. Und was krieg ich jetzt? Oh, das ist ein Fisch. Dieser Lachfische hier. Ah, ich habe 10 Tokens gewonnen. 50 reingesteckt. Ja. Oh, ich habe es nochmal gemacht. Aber ich habe 20 gewonnen gerade eben einmal. Ich will hier auch spielen. Darf ich hier auch? Warum stehen die alle Schlange, Alter? Aber 100 reingesteckt und 30 rausbekommen, value. Wuff. Oh man, die ja, voll die Party.
Natus sieht so aggressiv aus, ey. Die erinnert mich hier. Vom Blick her erinnert die mich an, an diese eine. Oh, wie heißt die? Die kam auch mal im Fernsehen. Die hat immer so ein Schakrum oder so, was sie geworfen hat. Ja, ja, Zehner. Genau, Zehner. Okay, irgendwann kommen wir nochmal in die Arena. Weil wir Soul Charge haben, dann. Dann kommen wir da mal rein. Ich könnte gegen dich kämpfen. Oh, Moment. Oh, dann hätte ich dich voll fertig gemacht. Kann man nebenbei meinen Bären so ein bisschen füttern. Dann machen wir 5 Stück. Okay, ich hab noch. So noch. Nochmal 5. Eben. Noch einmal 5. Boah. Oder 6. Einmal hier hauen wir mal 20 rein, so war richtig rich. Oh, hier war so ein Travel-Ding. Ah, so ein. Ah, jetzt können wir hin traveln oder was? Ja. Also das ist bei mir auch aktiv. Oh. Erstmal durchlaufen wollen. Das ist wohl ein bisschen nervig, dass man da durchlaufen will, was nicht funktioniert. Wo müssen wir hin? Ach ja, zur Stadt war das, ne? Outpost. Ja, meine ich ja. Oha, eine Oase. Voll nice, da sind Fische. Hüpf, hüpf, hüpf. Gesundheit. Na schön, na schön. Hey, da, warte mal. Da ist wer. Oh. Ich glaube, ich habe den gerade eben aus Versehen angegriffen. Blut, wir können jetzt ja ohne Ende mitnehmen. Wir können ja jetzt Sachen verkaufen. Upp. Erstmal kurz zum Kleinschlagen. Ich finde es lustig, dass aus dem Gebüsch Geld rauskommt. Gebüschgeld. Desert Outpost. Oh, der liebe Kollege hat ja die nächste Quest wieder vor uns, ne? Feind der Karawan. Da hast du jetzt auch Quest accepted. Warte. Feind der Karawan habe ich jetzt auch. Also muss man immer einer annehmen. Wie ist gesagt, da oben. Ich würde sagen, die ist rechts. Ja, wahrscheinlich, das ist ein Fragezeichen. Ist ja gar nicht weit. Im Gegensatz zu das andere. Das andere? Ja, das wir vorher gemacht haben. Die Wölfe. Okay, wir haben uns das für die Wölfe hoch. Abnormal. Oh, die Kamera waren nach Norden. Die Spuren gehen nach Norden. Ich glaube, da waren wir schon. Oh ne, da oben waren wir noch nicht. Oh, Gegner. Dort, dort. Kann ich mich zum kaputt machen? Da kommt mega viel Money bestimmt raus. Alter. Da kommt echt mega viel Money raus. Nur ein, oder? Weiß ja, ich nicht. Aber wenn du das hier so... OSP. Ja, aber ich meinen Rechtsklick gemacht habe und Rechtsklick habe ich schon geskillt. Und deswegen groß sind der ESP. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht alles hochskillt, weil... Das hat man einfach irgendwann keinen... Einfach schlicht Mana mehr. Was ist eigentlich SP die Abkürzung? Ist das Spell Points oder was? Stimmt. Hast du gerade die Shopkeeper umgehauen? Nee, da waren so Hunde. Den kann man irgendwie nicht angreifen. Vielleicht brauche ich da mal einen Feuerskill für. Oh. Hat aufgemacht. Nein, Katze ist tot. Man muss also einfach nur Aua warten. Au. Sesam, öffne dich. Bam, bam, bam. Oh, keine SP. Oh. Ah. Man peilt das immer, dass er dann noch nicht aufmacht. Oh ja. Piu, 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 piu. Easy. War doch kein Boss, Mensch. Oh, nur das Zeug, was man eh stacken kann. Können wir jetzt hier was umsonst? Hi! Oha! Oh. Will er mit mir nicht reden, dass man hier seine Ware kaputt hat er davon. Ich erstmal wieder hier wechseln. Was? Quest complete! Nice! Wir müssen den eskortieren. Wohin will er denn? Zum Outpost. Ach dann, go go!
Wetten, da kommt gleich irgendwo ein Hinterhalt nochmal oder so ein Scheiß. Bestimmt. Gehen wir ja schon mal an 1 nach links, dann laufen wir nicht da lang, wo wir schon mal waren. Okay. Aber da sind auch wieder Gegner. Cool. Piu piu. Oh, Banditen müssen wir auch killen. Da habe ich ja angenommen gehabt. Ich habe wieder so ein... Ich habe ein Banditenteil, dass ich Banditen haben kann. Echt? Ja. Lol, das ist ja cool. Oh, oh, da ist Quartermann. Alter, wie viel Damage kriegt der? Oh mein Gott. Der ist ja... Halt er sich ja wieder? Glaube nicht. Sieht schlecht aus. Lass mal da lang gehen, wo noch nicht waren. Doch, 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 der hat's geheilt. Okay, stimmt. Was denkt die ganze Zeit, mein Hundi ist ein dober Hundi? Ja, denke ich auch immer. Dann will ich den angreifen, aber passiert doch nichts. Aber wir haben es eh gleich geschafft. Item. Ah, trotzdem müssen wir hier nach links gehen, damit Spannung da ist. Ja, damit er noch scherben kann, kurz vor Ende. Hier bei dem fetten Hundi. Oh fuck, jetzt Wolf Boss Hundi Dixi. Oh Leute, der ist schon down. Wo ist der Bandit, oder? Oh nein, hab ich gar nicht gesehen. Loot, loot, loot. Wow, das war echt ein Special Boss Hundi, ey. Der konnte ja gar nichts. Ah, thank you! No problem. Schwimmer, Schwimmer, gerne mal. Er macht 200 Money. Was kommt die doch? Loot, loot, loot. Okay, was ist unsere nächste Quest? Erstmal gucken wir hier, was habe ich hier gekippt? Das ist auf jeden Fall schlechter, das Schwert. Kann ich gleich mal sellen. Jetzt müssen wir die, Dings zurückholen, die Cargo, also die, mein Gott, die Sachen von der Karawane, die die Banditen geklaut haben. Oh? Guckt, ob hier irgendwo ein Stein ist, aber jetzt kein Mensch. Was ist alles da oben? Oh, das holen wir zurück. Ja, dürfen wir aber davon behalten oder müssen wir es alles zurückgeben? Ja, bestimmt zurückgeben. Irgendwie voll die Zerstörung, weil überall Geld rauskommen kann, auch wenn das nicht viel ist. Oh, wie sieht's ja gut aus. Uiui, warte mal. Ah, das ist ein Soul-Dingsy. Wollen wir machen? Ja. Ja, also ja. Oh, Ambush. Hinterhalt. Nice. Piu piu. Oh. Okay, wo ist ein fetter Bandit? Hier bei mir. Okay. Tot. Oh, Banditen killen, kriegen wir hier auch hoch. Wow, 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 wow. Die sind ganz schön dreist, die Bäume an die Wäsche. Ja, ich kann jetzt auch Banditen haben. Voll lustig. Ich kann so eine Banditenarmee machen. Muss mal. Nein, Teddy ist tot! Ich bin Teddy genannt? Ja. Und heißt, mein Wolf heißt Kasse 2. Alter, mega viel Loot. Oh, 500 Tokens. Immer, wenn man so eine Kiste macht, oder? Nicht immer, aber immer öfter. Aus Taler. Übrigens kann man hier auch diese Gräberdinger kaputt machen. Und auch Geld raus. Interessiert sich auch nur auf das Geld, ey. Ja, ich bin YouTuber, das ist YouTube Money, ja. Man muss da immer drauf achten, dass man das dabei hat. Hey, hier ist gar nichts. Jetzt die Dinger abgeben, suchen. Das kann sein. Vielleicht müssen wir da vorne ist was. Item. Wetten das Hinterhalt, Banditen kommen jetzt. 1 von 3, ah. Ich fände es cooler, wenn da irgendwie Banditen werden, die das verteidigen, so. Die das auch geklaut hätten, so. Mit richtig Story. Da jetzt, das war ja nur der erste, da kommen bestimmt noch Banditen. Ach komm, hab doch hier ist das zweite. Könnt ihr das bitte von meiner Karawane holen? Ich hab da, die haben da was geklaut. Das liegt zwar direkt daneben, aber... Ich hab das schon vergessen. Oh, ein Teddybär-Bär. Oh, der macht trotzdem noch mega Damage dir, du. Ja, irgendwie kann ich blocken, aber ich verstehe es nicht ganz wie. Oh nein, Katze 2 ist tot. Alter, ich wüsste, das ist auf dem Boden gar nicht so effektiv und das ist mega hart nervig. Ich wechsle das mal eben. In dem Feuer. Okay, das ist
Ja, kannst du einfach so... Oh, Hinterhalt, oder? Nee, ist nur es ist Nacht geworden. Kannst du einfach so wechseln, oder was? Ja. Nee, nicht Shift gedrückt halte. Dann habe ich so eine Auswahl. So eine Schnellauswahl. Oh, aber ich... Hast du das auch? Nee. Was denn hier? Oh, jetzt Hinterhalt! Wir retten euch! Das sind aber nur Billigdinger, Alter. Oh, da sind unten auch Banditen. Banditen sind nice, weil die brauchen wir noch. Mit der Quest. Probier den ja. Immer voll ätzend, du konzentrierst dich auf einer Seite. Und dann kommen die von oben und hauen dich um. Quest complete. Oh, Alter, mega Loot. Richtig fett Money. Eier machen? Ja. Guten Morgen. Moin. Oh, guck mal, das ist zensiert hier, was wir hier machen. Nichts für mich hier. Oh, was hast du dann? Oh, Damage Shoot habe dafür SP wenig. Eine Juwelenkarte habe ich. Oh mein Gott, ich habe voll viel blaue Sachen bekommen. Ich kann irgendwie meine Sachen nicht mehr auf Q verkaufen. Das geht vielleicht nur in der Stadt. Das wäre möglich. Ja, da kann ich tun. Damage Resistance geht zwar runter, aber ich kriege mehr SP und SP ist mir wichtig. Schwerter wollte ich eigentlich gar nicht gucken, weil ich habe ja schon ein gutes Schwert. Egal, Y sortieren. Da schon, alles sortiert. Piu, piu. Hey, ist in Ordnung. Ja. Ich habe da hinten die Dinger kaputt geschossen und der Typ hat einfach hey gesagt. Oh. Hat er wohl nicht cool, Tom. Glaube ich auch. Es fehlt, eins fehlt noch, ne? Ein Karawanen, Secret House Ding. Items. Schmuck. Gold. Alles, was man braucht. Wir haben schon fast die ganze Wüste hier erkundet, Alter. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Wir müssen eh ganz viel noch umbringen für die Soul Charge da. Damit wir in die Arena können. Oh, ein blaues Item. Ein blauer Charm. Natürlich ist das... Oh, ne, hier ist es ja. Money! Loot, loot, loot. Ah, was ist denn das für ein blauer Charm? Experiment zurück! Schrägstrich Kill plus 5, was auch immer das bringt. Wollen wir unten trotzdem noch das eine entdecken so? Ja, können wir mal vorbeigucken, was da gibt. Kann ich nix. Oh, Pagoditen. Oh, hier ist dieses Ding. Nice, noch eins, aber wir haben keine Soul-Dings. Ah, ist egal. Ich hab gesagt, wir sollen noch eins mehr davon entdecken. Da kannst du auch noch einen Quatsch, oder? Und wir leuchten das noch. Ja. We need one more. Okay, die müssen jeder einzeln drücken, okay. Wollen wir noch, oh, guck mal, oben mal, da haben wir einen so einen Rechteck nicht gemacht, wollen wir da einfach mal Spaß haben. Ja. Wir müssen ja die Dinger auf jeden Fall auch finden. Stimmt, ja. Oh, hier ist noch eine Karawane. Das ist die, wenn man aus dem Haus, aus der Stadt rausgeht. Wir können kurz verkaufen, wenn du möchtest. Ja, müssen wir nicht so unbedingt, aber können wir machen. Da machen wir jetzt, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht habe ich dann genug Money, um mir den Kristall zu bauen. Mehr Demagge. Oh, das haben wir hier oben gestartet, ne? So, erstmal Inventar öffnen. Ja, hier geht das wieder. Hier ist wahrscheinlich echt nur irgendwie ein Outpost oder nur sowas. Ja, Kollege. Genau, hier hast du immer zwei Juwelendinger, die ich noch abgeben kann. Jetzt kann ich so Juwelen sogar haben für Fire und Storm Resistance, für Physical Resistance, aber ich will Damage haben. Wie füge ich den jetzt ein in die Waffe? Auf da draufklicken. Den Ding, dann kannst du auch das obere, jetzt wird zu den Equipen ist oder so. Ah, dann Waffe. Okay, nicht. Doch, auf die Waffe drauf dann. Ja, das so und dann rechtsklick oder linksklick auf die Waffe? Nicht. Einfach draufklicken. Keine Ahnung, kann sein, dass die Waffe dafür nicht ausgerüstet haben darf. Okay, das kann unequippen.
Ja, jetzt habe ich doch so einen Hammer drauf. Ah! Well. Equippen. Es hat die 20 plus 25. Ah, dann sind die Bonus-Stats, die man ab und zu dann noch drauf hat auf den Sachen, sind dann... sozusagen diese Kristalle und sowas, die eingefügt wurden. Was ja. Da verrückt. Ich war jetzt nur ein Barbaren. 10.000. Ne, 100. Ne, 10. Ja, 10. Ich will doch keinen nicht coolen Hundi haben kann. Ja, aber Barbaren finde ich jetzt nicht so cool. Aber kann sich voll spoilern, was man da alles noch kriegt. Ja, ja, durch die... durch die Schatten, ja. Alter, what? Wie weit geht das runter? Hä? Das wären nur die oberen. Ja, nee, stimmt nicht. Wow, das eine sah gerade aus wie ein Glumanda vom Schatten her. Dein kleiner Drache. Oh, ich könnte das, ich könnte hier zu Turn to Last Outpost machen, das wird auf. Nee. Wolltest du? Bist du bereit? Ich bin ready. Ich kann einfach so machen. Woo! Noch die nächste Quest. Find the Bandit, oder Banditen, denkst du, musst du so finden, den Banditennest. Quasi. Banditennest. Warte, ich hab den noch nicht aktualisiert. Ah, jetzt hab ich das. Find the Banditen. Nimm auch mal das 10 Banditen-Ding an hier. Wie lange geht's schon? Ich würde sagen, das Banditennest suchen wir beim nächsten Mal. Genau. Alter, als ob du das so... Hast du nebenbei einen Timer oder so offen? Wir haben um die 21 Minuten jetzt. Ich bin noch schlau. Hast du erstmal Nacht, so. Damit die Stimmung besser ist. Oh, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Über eine Bewertung würde ich mich freuen, über einen Kommentar auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye, bye. Ciao. Oh.